So, wir gucken uns jetzt mal das Video von Kuchen-TV an. Der hat nämlich zur Super League was gemacht. Tatsächlich kann ich euch einmal sagen, liebe Freunde, die Super League findet wahrscheinlich nun doch nicht statt. Positiv für uns alle, positiv für den Fußball. Sonst wäre Fußball für mich auch gestorben gewesen. Ja, ich hätte mich wahrscheinlich abgemeldet vom Fußball, weil das dann auch gar keinen Sinn mehr ergibt. Also, sorry, aber die Super League, die größte Frechheit aller Zeiten. Ich wollte übrigens auch ein Video zur Super League machen. Es hat sich jetzt übrigens erübrigt. Jo, Freunde des Fußballs. Ah, mein Rücken. Ich meine des Geldes. Kurz nach Mitternacht am Sonntag, wahrscheinlich weil man gehofft hat, dass da alle schlafen und es keinen Shitstorm gibt, haben 12 Vereine in Europa gepostet, dass sie eine eigene Super League gegründet haben. Die Hunde! Barcelona, weil die hoch verschuldet sind, würden da natürlich mitmachen. Alle Vereine, die extrem hoch verschuldet sind, würden natürlich dort mitmachen. Ja, ich glaube Real Madrid, Barcelona, ne, damit die halt ihre Schulden irgendwie begleichen können. Das Ganze sollte auch so schnell wie möglich an den Start gehen, am liebsten noch diesen August. Also passend zum 5. Lockdown in Deutschland. Die Super League ist hierbei ganz klar als Konkurrenz zur Champions League zu sehen, da die Spiele dort ebenfalls in der Woche stattfinden sollen. 20 Teams sollen dort in 2 Zehnergruppen eingeteilt werden, wo dann jeder erstmal gegen jeden spielt. Die ersten 3 jeder Gruppe qualifizieren sich dann automatisch fürs Viertelfinale. Die 4. und 5. Platzierten der beiden Gruppen, die spielen dann nochmal im Playoff-Spielen gegeneinander. Kuchen e.V. Ihr seht's gar nicht. Man U, Liverpool, Schalke. Kuchen e.V. K-O-L-E-G-A. Also Kollega. Und Schalke 2. TSV Lehndorf, dritte Herren. Pinky Gloves SV. Gebt den Jahren mehr Leben. Ajax Dauerstramm. Alter, Ajax Dauerstramm gibt es übrigens hier einen Verein in der Umgebung. So ein Spaßverein, die heißen Ajax Dauerstramm. Mero war mal Fußballer. Werbung, Kaiserslautern. Hä? Ist doch normal. PlayStation ist besser als Xbox. Unwichtige Nebenmannschaft. Dynamo Dresden, Alt Schauerberg, Montana Keck, FC Southampton. Alter, FC Southampton, wie geil ist bitte der Name? Niemals Lamme. Niemals Lamme. Es ergibt niemals Lamme. Was ist denn niemals Lamme? Ergibt das Sinn? Was ist denn niemals Lamme? Was sollte das bedeuten? Habt ihr Ahnung? Lamme ist ein Stadtteil von Braun. Ach so. Alter, nur Insider verstehen das doch. Um die anderen beiden Plätze zu befüllen. Ich habe zwar auch schon bei Lehndorf mittrainiert, aber da weiß ich doch nicht, was Lamme sein soll. Ich meine, man hätte zwar auch einfach die ersten 4 jeder Gruppe weiterlassen können, aber so gibt es natürlich 4 Spiele weniger, die man vermarkten kann. Das geht natürlich gar nicht. Mit dabei waren am Anfang 6 Teams aus England, 3 Teams aus Spanien und 3 Teams aus Italien. Guck mal, alles ausländische. Dabei waren am Anfang 6 Teams. Das sind alles ausländische Leute. Liverpool, die es auf jeden Fall nötig haben, ja. Manchester United, die haben es auch mega nötig. Manchester City haben es vor allem nötig, ja. Die sind stinkreich durch die ganzen Scheichs, aber die haben es auf jeden Fall nötig. Chelsea, klar, die ganzen Engländer. Guck mal, die Hälfte davon sind Engländer, ja. Liverpool, Man U, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Das ist doch traurig. Armutszeugnis. Pass auf, dann kommt italienische Mannschaften, 3 Stück und 3 Stück von der La Liga. Das sind 3 Ligen. Kannst du mir nicht erzählen. Teams aus England, 3 Teams aus Spanien und 3 Teams aus Italien. Die Idee war, das Ganze noch bis 20 aufzustocken. Allerdings haben schon sehr viele Vereine gesagt, dass sie da keine Lust drauf haben. Unter anderem haben PSG, der FC Bayern und BVB das Ganze konsequent abgelehnt. Komischerweise hat auch Red Bull Leipzig da abgesagt, obwohl es denen ja sowieso nur um Werbung geht. Und in der Super League gibt es doch deutlich mehr Werbung. Also auch das habe ich nicht so ganz verstanden. Bei RB Leipzig. Eine Macht ist. Euch würde übrigens keiner vermissen, also macht das ruhig. Ich habe auch gehört, dass Schalke 04 gerne dabei wäre. Die haben sich in der Bundesliga dieses Jahr ja auch gar nicht so schlecht geschlagen. Können wir übrigens ganz kurz noch darüber reden, dass Arsenal da mitmacht, obwohl die gerade in der Premier League gerade mal auf Platz 9 sind? Ja, aber Arsenal, muss man sagen, die waren ja mal gut, ja? Also als Thierry Henry dort gespielt hat, mit Robin van Persie und damals noch André Arshavin, die waren damals, und Tomasz Rosicki, das war ja eine richtig gute Mannschaft. Kannst du nicht verübeln, dass die in der Super League mit sein sollen? Klar, als 9. Platz. Kannst du nicht verübeln, sowas. Super League. Warum diese Vereine die Super League gründen, ist natürlich ganz einfach. Denn man möchte den Fans einfach hochklassige Duelle mit anderen Top-Clubs zeigen. Könnte man meinen, natürlich geht es halt nur ums Geld. Was auch sonst. Denn man hat einen sehr guten Investor dafür gefunden. Und zwar die amerikanische Bank JP Morgan. Die haut einfach mal ein Startkapital von 3,5 Milliarden Euro da rein. Es ist auch noch amerikanisch. Ich dachte jetzt, das ist wieder aus Katar oder sowas. Was die 20 Teams dann untereinander aufteilen müssen, das wären dann pro Verein Einnahmen von 175 Millionen Euro. Einfach nur dafür, dass sie da teilnehmen. Und immerhin sind das 78% der Ablöse, die Neymar damals gekostet hat. Das Geld ist übrigens dafür gedacht, die Infrastruktur der Vereine weiterzuentwickeln. Außerdem sollen damit die fehlenden Einnahmen der Covid-19-Pandemie abgefedert werden. Denn wie... Ja, Junge, ohne Scheiß, wenn die Super League machen... Guckt jeder nur noch die Super League, weil das die ganz spannenden Spiele sind und keiner guckt irgendwas anderes an.
Also alle anderen Vereine leiden drunter. Da kriege ich so Aggression, wenn ich so viel Dummheit sehe. Genauso wie bei Katar damals, das mit dem WM-Ding, was halt wirklich durchkommt. Wie jeder weiß, haben es gerade Top-Clubs einfach momentan richtig schwer. Während die ganzen Kleinvereine in den zweiten und dritten Ligen durch ihre millionenhohen TV-Gelder, Sponsorverträge und Merch-Einnahmen ja gerade im Geld schwimmen. Ich meine, die ganze Welt freut sich doch drauf, wenn der SV Wien wieder gegen Meppen spielt, oder nicht? Dieses Argument macht also schon überhaupt keinen Sinn. Vereine wie Barcelona sind einfach mega hoch verschuldet, weil sie jahrelang super schlecht gewirtschaftet haben. Ja. Natürlich möchte so ein Verein dann so schnell wie möglich eine Super League starten. Die waren doch schon damals, als bei denen richtig gut lief, waren die auch mit über einer Milliarde schon verschuldet. Das gleiche bei Real Madrid und bei Valencia. Ich glaube, Valencia hatte früher 2 Milliarden Euro Schulden. Das kannst du dir nicht ausdenken, was das für Summen sind. Der Sinn dahinter ist natürlich ebenfalls, dass es dadurch deutlich mehr Spiele auf Top-Niveau gibt. In der Champions League gibt es momentan pro Saison 125 Spiele. In der Super League sollen es 193 sein, also 50% mehr als derzeit. Dadurch gibt es natürlich auch deutlich mehr Top-Begegnungen, die man natürlich viel, viel besser vermarkten kann. Die TV-Gelder würden halt weltweit in die Höhe schießen, denn in Ländern wie China zum Beispiel sind solche europäischen Top-Clubs sehr gefragt. Darüber hinaus müssten natürlich auch Sender wie Sky oder DAZN viel, viel mehr Geld auf den Tisch legen, um diese Spiele in Deutschland übertragen zu dürfen. Ja. Und diese Top-Begegnungen möchte sich natürlich auch kein Sender entgehen lassen. Ja. Aber keine Sorge, egal wie viel die dafür zahlen, die Kosten werden ganz fair an den Endverbraucher, also an uns abgewälzt. Also alles gut. Dazu muss man noch sagen, dass die komplett ohne die UEFA geplant worden ist. Das heißt, die werden da einfach außen vor gelassen und die Vereine managen sich quasi selber, ohne diesen Verband. Das Ganze ist natürlich ein ganz klarer Angriff, weil das würde halt theoretisch die Champions League ablösen. Zumindest könnten diese Vereine, die in der Super League mitspielen, nicht gleichzeitig noch in der Champions League spielen, da beide Spiele unter der Woche sind. Man kann von der UEFA halten, was man möchte, wahrscheinlich nicht so viel, aber das Ganze einfach ohne den Verband abzusprechen und jetzt sein eigenes Ding zu machen, damit man mit ein paar Milliarden seine eigene Tasche füllen kann, sowas macht den Fußball halt einfach noch mehr kaputt, als er sowieso schon ist. Ja. Denn durch so eine Super League wird die Schere zwischen armen und reichen Vereinen einfach immer größer. Also nicht nur ein bisschen, ne? Die werden dann richtig abkacken, weil sich jeder nur noch für diese Super League interessiert. Ich meine, jeder will ja die Besten der Besten sehen, deswegen gucken auch so viele Champions League an und feiern das und holen sich auch deswegen die ganzen Abos. Und natürlich gehen die ganzen Ligenspiele, die in den normalen Premier League und was weiß ich sind, gehen komplett unter, weil da die Top-Vereine nicht mehr mit dabei sind. Schon jetzt ist es so, dass es in den nationalen Ligen eigentlich einen Titelkampf zwischen maximal 3 Vereinen gibt. Das Ganze würde dadurch natürlich noch viel erhöht werden, da diese Vereine halt wie gesagt mindestens 175 Millionen Euro pro Jahr bekommen dafür, dass die da mitspielen. Durch diesen finanziellen Boost haben die Vereine natürlich einen noch größeren Vorteil, als sie sowieso schon haben. Es wurde zwar auch gesagt, dass es Solidaritätszahlungen an andere Vereine geben soll, aber wie das fair umgesetzt wird, das wurde bisher halt noch nicht berichtet und jetzt ist die Super League ja auch quasi wieder vom Tisch. Geil ist übrigens auch diese Aussage hier von Florentino Perez, dem Real Madrid. Ja, von Real Madrid ist das, der Vorstand. Der Präsidenten. Ja, Präsident. Der hat dazu nämlich Folgendes gesagt. Wir werden dem Fußball auf jedem Level helfen und ihn zu seinem rechtmäßigen Platz in der Welt bringen. Fußball ist der einzige globale Sport auf der Welt mit mehr als 4 Milliarden Fans. Und unsere Verantwortung als große Clubs ist es, auf deren Begehrlichkeiten zu reagieren. Er labert eine absolute Scheiße. Es macht einen so aggressiv und ich glaube, das macht auch die Madrilenen aggressiv. Hat er da nicht mitbekommen, dass er sich irgendwie selbst widersprochen hat? Also, wenn der Fußball schon 4 Milliarden Fans hat und wenn Veranstaltungen wie die WM das wahrscheinlich größte Sportevent der Welt sind, dann hat der Fußball eigentlich schon seinen rechtmäßigen Platz, weil er ist der beliebteste Sport auf diesem Planeten. Ja, ja. Noch mehr als den ersten Platz bei den beliebtesten Sportarten zu bekommen. Ist relativ schwierig. Hier geht es im Endeffekt einfach nur wieder darum, dass die ganzen Investmentleute, die Unternehmer und die Scheichs, die diese Vereine gekauft haben. Hat er gerade gesagt, die Scheichs oder die Scheiß? Sich noch mehr bereichern wollen als sowieso. Ego Bier, grüß dich, Bruder. Es zerstört den Fußball, da in nationalen Ligen dann einfach gar keine Konkurrenz mehr herrscht. Stellt euch einfach mal vor, nach 5 oder 6 Jahren qualifizieren sich wirklich mal 2, 3 kleinere Vereine für die Super League. Während die ganzen Vereine, die da jahrelang drin gewesen sind, in dieser Zeit schon 1 Milliarde Euro oder sonst irgendwas damit eingenommen haben. Das wäre dann wahrscheinlich genauso fair, wie wenn ein Erstklässler gegen irgendeinen Kickbox-Weltmeister kämpfen würde. Was nicht heißt, dass ich mir das nicht angucken würde. Der UEFA gefällt das natürlich auch überhaupt nicht und sie haben schon einige Drohungen rausgehauen, was mit den Vereinen passieren soll, wenn sie an der Super League teilnehmen. Unter anderem sollen sie nämlich aus der Champions League ausgeschlossen werden. Ja. Darüber hinaus dürfen Spieler, die bei diesen Vereinen unter Vertrag stehen, nicht mehr bei Länderspielen mitmachen. Also auch nicht bei Europa- oder Weltmeisterschaften.
Als ob, also wenn das stattfindet, gut, wobei die Weltmeisterschaft hat sich eh verabschiedet, seitdem feststeht, dass es in Katar stattfindet. Aber wenn die das machen würden, also wenn die dann sagen würden, nö, dann schließen wir alle aus, ja, dann macht doch kein Fußballspieler vielleicht mit. Die sagen sich, die verdienen so oder so genügend Geld. Warum wollen die dann noch in so einem Verein spielen, wo die dann aber nirgendwo bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft mit dabei sein können? Dazu sollen diese Vereine auch aus den nationalen Ligen ausgeschlossen werden. Ob das Ganze rechtlich so durchgeht oder nicht, ist natürlich erstmal fraglich. Die Sportschau hat da mit einem Sportrechtler gesprochen und der hat gesagt, dass es zumindest möglich sei, würde aber wahrscheinlich von einem Gericht entschieden werden und bis das vor dem europäischen Gerichtshof geht, vergehen gut und gerne mal 4 bis 5 Jahre. Aber auch von den Zuschauern gab es hier einen massiven Shitstorm. Guckt einfach mal bei Twitter die Antworten unter den Statements der einzelnen Vereine. Holy shit, ich habe noch nie gesehen, dass so viele Leute unter eins... Ja, das ist nicht nur Shitstorm, ja. Die sind bei Liverpool, sind die vors Stadion gegangen, haben dort ein T-Shirt aufgehangen und das T-Shirt abgefackelt. Einfach ein Liverpool-T-Shirt abgefackelt. Die waren so frustriert, die sind einfach dort vorgegangen und haben erstmal dort komplett Randale gemacht. Das soll ja noch mehr passiert sein. Aber völlig, also ohne Scheiß, kann ich völlig verstehen. Weil das ein Schlag ins Gesicht ist für jeden, der wirklich Fußball feiert. Und im Prinzip ist das bloß so ein Geldding von den ganz Großen. In den Tweets rumgeraged haben. Natürlich absolut zu Recht. Und das ist noch nicht alles. In London wurde vor dem Heimspiel von Chelsea massiv dagegen protestiert. Tatsächlich haben diese Proteste jetzt auch Wirkung gezeigt, denn immer mehr Vereine treten jetzt zurück. Unter anderem alle 6 Premier League Vereine haben ihre Teilnahme bei der Super League wieder zurückgezogen. Hierzu muss man allerdings auch sagen, dass sich selbst die Politik Englands da eingemischt hat und unter anderem damit gedroht hat, dass die extra Steuern zahlen müssen und dass man den Neuzugängen der Oh ja, extra Steuern, das schmeckt dann natürlich gar nicht, weil dann lohnt sich das nicht mehr. Also dann würde sich das für Liverpool, die vielleicht immer um Platz 1 spielen, würde es vielleicht gar nicht finanziell lohnen. Vereine keine Arbeitserlaubnis erteilt, die also da dann nicht spielen dürfen. Vereine wie Atletico Madrid und Barcelona haben schon angekündigt, dort nicht teilzunehmen und insgesamt, ja, ist das nach 48 Stunden eigentlich schon wieder komplett zusammengebrochen. Der Man United-Boss Woodward ist auch gestern zurückgetreten. Hier ist allerdings fraglich, ob das Ganze mit der Super League zusammenhängt, denn es stand wohl sowieso im Raum, dass er Ende des Jahres zurücktreten wollte. Ich find's auf jeden Fall einfach richtig gut, dass diese Milliardäre mit diesem Vorhaben in nicht mal 3 Tagen einfach komplett auf die Schnauze geflogen sind und hier jetzt einfach klein beigeben und das halt doch nicht umsetzen. Allerdings darf man auch hier nicht vergessen, dass diese Veröffentlichung taktisch sehr klug gewählt worden ist. Denn ebenfalls wurde diese Woche über eine Reform der Champions League abgestimmt, die jetzt auch einen absolut dämlichen Modus haben soll. Möglich wäre zumindest, dass die Vereine mit dieser Super League einfach extrem Druck auf die UEFA aufbauen wollten, damit diese Reformen so gut wie möglich für diese Clubs durchgehen, damit sie statt der Super League halt in der Champions League genau die gleichen Einnahmen bekommen. Ab 2024 gibt es nämlich statt 32 Teams jetzt 36 in der Champions League. Es gibt auch keine 8 einzelnen Gruppen mehr, sondern nur noch eine große. Dort hat jeder Verein dann 10 Spiele, die vorher ausgelost werden, was auf jeden Fall schon sehr fair ist, denn wenn du leichtere Gegner hast, dann hast du natürlich am Ende auch mehr Punkte als ein Verein, der super schwierige Gegner bekommt. Was ist das denn? Warum wollen die jetzt was ändern? War nicht alles in Ordnung, so wie es war? Also ich kenne auch niemanden, der für eine Veränderung stand, bin ich euch ehrlich. Und der Präsident von Real denkt sich einfach nur so, er hat überrecht mit seinem... Ja, Bruder, Emo, schön, dass du am Start bist, Bruder, ja, schön, dich hier mit am Start zu haben. Ist halt einfach so, Perez denkt sich, das muss passieren. Wir haben 4 Milliarden Fans auf dieser Welt, von 8 Milliarden Menschen sind die Hälfte Fußballfans oder schauen gerne Fußball oder schauen generell Fußball. Und da brauchen wir auf jeden Fall jetzt eine komplette Änderung des Fußballs. Herzlichen Glückwunsch, ja, du hast auf jeden Fall recht. Und vor allem keiner ist dafür. Außer irgendwelche Vorstände, die nur das Geld drin sehen. Eieiei, Patrick, was trendet denn in den Twitter-Trends? Also ich sehe hier Germany's Next Topmodel, alles dicht machen, nie wieder aufmachen, Lockdown für immer. Erstmal Lockdown für immer, let's go. 4 Milliarden, ja, Milliarden, Bruder. Bekommt. Und ja, das ist jetzt auch schon so, aber in einer Gruppe von 4 Leuten fällt das natürlich deutlich weniger auf, als wenn da 36 Vereine in einer Liga sind. Die ersten 8 Mannschaften kommen automatisch weiter, Platz 9 bis 24 spielen dann in Playoff-Spielen gegeneinander, um die restlichen Vereine der Achtelfinalspiele festzulegen. Dazu soll es eine Regelung für schwächende Großclubs geben, die trotzdem in der Champions League starten können, auch wenn sie sich national dafür gar nicht qualifiziert haben. Also auch das ist mal wieder eine super faire Regel. Oh, du hast keine Leistung gezeigt? Naja, dann kommst du halt trotzdem in die Champions League. In Deutschland, England, Italien und Spanien könnte sich übrigens der 6. Platzierte direkt für die Champions League qualifizieren.
Champions League. Dagegen werden die Meister in Ländern wie Türkei, Österreich oder Schottland nicht direkt qualifiziert sein. Die müssen dann in Qualifikationsrunden sich... Digga, ist das unfair. Also nur weil die weniger Geld haben wahrscheinlich, dürfen die nicht mit dort dabei sein, weil das sind ja nicht die Top-Ligen. Digga, das ist einfach so eine fucking Frechheit. Es regt mich brutal auf. Das ist so respektlos gegenüber allen Vereinen. Es ist einfach so. Das ist einfach nur extrem respektlos. Sich erst den Platz sichern. Champions League. Dadurch gibt es natürlich auch deutlich mehr Spiele. Statt 125, 225. Also sogar noch mal mehr als bei der Super League. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass hier mehr Vereine am Start sind. Die UEFA möchte hier sogar 4,5 Milliarden Euro an die Vereine ausgeben, was in Zukunft sogar noch auf 7 Milliarden erhöht werden kann. Wie gesagt, könnte das Ganze auch einfach nur ein Druckmittel gewesen sein. Ja, 7 Milliarden Euro. Was für eine Welt leben wir? 7 Milliarden Euro, ich sag's euch. ...gewesen sein, um eben genau diese Reform durchzuboxen, wobei man sich dann schon sehr viel Mühe dafür gegeben hätte. Aber eine Champions League ohne Vereine wie Real, Barcelona, Juventus Turin, Manchester United wäre natürlich zumindest in den ersten Jahren nicht wirklich glanzvoll, da dann andere, nicht so krasse Vereine nachkommen würden. Wenn man die teilnehmenden Vereine alle aus der Champions League ausschließen würde, dann wäre diese Saison übrigens nur noch ein Verein dabei, PSG. Diese Reform ist halt ebenfalls einfach der größte Mist und baut halt ebenfalls nur darauf, dass man so viel Geld wie möglich damit machen kann. Plus die großen Vereine werden so gut wie möglich geschützt, dass sie auch, wenn sie mal eine nicht so gute Saison haben, trotzdem mitmachen dürfen. Denn warum sollten auch nur Vereine, die Leistung zeigen, auch das Geld der Champions League bekommen? Das macht keinen Sinn. Das müssen nur die mächtigen Vereine dürfen weit oben spielen. Die, die hier nicht so viel Macht haben, die kleiner sind, die können klein bleiben, ja, weil... Das bringt ja auch für UEFA, oder beziehungsweise das bringt ja auch für die ganzen Leute, die drumherum sind, ja, sei es UEFA oder die, die Super League dann irgendwann mal machen wollen, das bringt für die ja nicht so viel Geld ein, wisst ihr? Müssen schon immer die gleichen großen Vereine sein. Ich finde das Ganze, wie sich der Fußball entwickelt, einfach nur noch peinlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt kein Interesse mehr an diesem Top-Profi-Fußball habe. Es geht nicht mehr um Tradition, Fairness oder den Sport an sich. Viele Vereine werden heutzutage einfach von irgendwelchen Scheiß, Investmentfirmen oder anderen Unternehmen aufgekauft, einfach nur, weil man hier sau viel Geld machen kann. Dadurch kommt der Fußball einfach komplett zum Erliegen. Früher ein Sport für Arme, wurde das Ganze jetzt von den Reichen geklaut. Ich kann mir das Ganze irgendwann einfach nicht mehr geben und ich finde es einfach nur noch traurig, wie es nur noch darum geht, so viel Geld wie möglich damit. Das ist halt als jemand, der, guck mal, ich spiele jetzt seit 18 Jahren Fußball. Weißt du, ich bin kein übergroßer Fan von irgendwelchen Vereinen. Ja, aber ich spiele seit 18 Jahren Fußball und es tut so weh, was aus diesem Fußball geworden ist. Ich weiß noch damals FIFA 2004, Alter, wie geil ich das gezockt habe, was so nice. Da ging es doch nicht so um das Geld. Da hatten der teuerste Spieler, keine Ahnung, was sind denn Zidane für 7 Millionen ist da gewechselt oder so. Lass es mal 10 Millionen gewesen sein. Das war der teuerste. Das waren undenkbare Summen. Wir sind gerade eben bei 300 Millionen. Junge, das ist nicht von dieser Welt. Und das tut einfach weh. Und es tut auch einfach weh, wie die kleinen Vereine keine Chance mehr haben in der Bundesliga oder in der Premier League oder sonst irgendwas, wenn die aus dem Fußball genau das machen. Mit zu scheffeln. Und Fußball ist bei mir umso mehr unten durch, seit dieser WM-Sache in Katar. Seitdem das passiert ist. Weißt du, das tut so weh. Also zumindest die WM. Also ich werde die WM boykottieren, ja. Also ich habe gar keinen Bock auf die WM. Wenn ich weiß, dass dort tausende Menschen gestorben sind und tausende Menschen ihre Familie verlassen mussten und das für immer, weil die dort die Stadien erbauen mussten unter den schlimmsten Bedingungen, dann kann ich doch nicht in Ruhe mir diese Scheiße dort reinziehen. Da geh ich krachen, wenn ich sowas sehe. Es kann sein, dass ich mal beiläufig mal ein Spiel angucke, wenn wir mal bei Freunden sind oder so. Aber ich... Von mir selber aus das Spiel angucken? Nee, das ist mir zu dumm. Nee, das ist wirklich eine absolute Schande. Ich habe an der zweiten Bundesliga deutlich mehr Spaß als an der Champions League. Ja. Das Ganze hat einfach meiner Meinung nach nichts mehr mit Fußball zu tun und ist einfach wirklich nur noch ein Armutszeugnis für diesen Sport. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also Leute, ohne Scheiß, da könnt ihr auch einfach meine Streams anschauen. Da habt ihr wahrscheinlich mehr davon, da so ein bisschen Fußballscheiße reinzuziehen. Ey, wirklich, geht auf keine Kuhhaut. Ich raste aus, wenn ich dieses Fußballthema überhaupt anspreche, weil das so fucking dumm ist. Da kannst du dich doch nur drüber aufregen. Ja? Deswegen, also, das ist eine große Frechheit.